Mal gucken, wie wirkungsvoll die jetzt sind. Achso, ich hätte auch gleich skillen können. Oh, ich dachte, du skillst schon. Ma, du bist so ein Vollidiot. Und jetzt drückst du nicht U. But you can still save us. Take one more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a nuclear bomb? Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human! Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? Ah! Son of a bitch! Vor allem Hurensohn, das ist eine Frau. Boah, epische Zeitlupe ist episch. Nein. Ich mochte die eh nie. Ah! Au! Was denn, warum eine Spritze? Die er sich übelst in den Arm gerammt hat. Er wollte halt sicher gehen. Ich bin Hulk. Aber nicht der Coole. Ich lauf weg. Wo ist meine Schrotflinte? Da ist sie. Bam, Baby. Oh, er ist tot. Okay. Boah. Der will up. Doch. Wir waren episch. He was right about one thing. Benoit is lost. If not him, then someone else will soon send a nuke with our name on it. The quicker we leave, the better. Ich hab eine weiße Unterhose. Du hast auch ein Tattoo auf dem Bauch. Come on! According to officials, Benoit is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically, originally, a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global. Bernard Green, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There's no basis for these ridiculous rumors. The entire island is under military quarantine, and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen and every other terrorist in prison there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Hey, konzentrier dich aufs Fliegen, du Spacko. Trust me. Die sagen doch gar nichts mehr. Episch. Psch. 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 Psch.
Na, Spinner. Die haben doch gar nichts mehr gesagt. Ist egal. Es ist vorbei. Ja. Das war Dead Island. Dead Island. Totes Island. Ferorik. Tiberianus. Nein. Doch. Das Spiel heißt Ferorik, falls du dich erinnerst. Ja. Ja. Aber Tiberianus, totes Tiberianus wäre auch schön gewesen. Nee. Ja, das war Dead Island. Kackspiel, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Ich muss voll durchquälen. Ja, ja. Ach, nee. Fast 25 Stunden Spielzeit. Länger, 28. Wirklich? Wir haben ja, doch heute keine drei. Haben wir echt 3 Stunden gespielt? Also ich hatte vor Beginn irgendwas mit 26, 27 Spielstunden. Okay. Ich hatte 25 oder so. Im Hintergrund hören wir gerade übrigens das One-Hit-Wonder von Sam B. Wollte ich schon mal so gesagt haben. Ja, ja, dann würde ich vorschlagen, zum Abschluss dieses Projektes sollten wir uns mal drüber unterhalten, ob wir Riptide Let's Playen oder nur so spielen wollen. Die Frage. Können ja die Leute in den Kommentaren posten. Machen sie doch eh nicht. Doch, können sie. Ja, können sie, machen sie aber nicht. Ja, dann entscheiden wir nachher selber. Müssen wir ja, mal ich würde sagen, die Zuschauer, die bis jetzt zugeschaut haben, sollten wir auch belohnen, indem wir ihnen das gleich sagen. Tja, also zubelegt haben wir es uns ja sowieso schon. Ja. Und ja, theoretisch könnten wir es dann auch Let's Playen. Jo. Ja. Gut. Wobei ich sagen muss, Dead Island, schönes Spiel, aber ich... Weiß ich nicht, also ich sag mal, Sam B als Charakter mit den schweren Waffen war schon gut, aber ich bin wahrscheinlich bis zum Schluss jetzt nicht wirklich gut mit klargekommen. Ja, und ich bin ja ständig am Sterben. Also ich sag mal, diese stumpfen Waffen haben irgendwie auch nicht das bewirkt, was ich mir jetzt von versprochen habe. Also diejenigen, die bei mir, also letzten Endes konnte man ja nur bei mir gucken, aber ich sag mal, ich konnte halt nur 5 Schläge machen und die schweren Waffen haben eigentlich nichts gemacht. Die Gegner wurden teilweise überhaupt nicht berührt davon, dass jetzt halt von einem... was weiß ich, wie viel Zentner schweren Hammer getroffen wären oder so, es war einfach egal. Und dann sind die halt immer rangekommen und gut, ich muss dazu sagen, ich habe auch jetzt nichts von dieser ja, heutzutage modernen Klasseneinteilung gehalten. Gut, natürlich habe ich jetzt halt irgendwie diese Tank-Skills gehabt, wie von wegen mehr Leben oder so, aber letzten Endes hat sie halt keinen Unterschied gemacht, wenn jetzt, wenn ich von 3 Gearen umringt war, die hättest du ja alle fast gewonnen-hittet und ich werde halt von denen innerhalb von 2 Sekunden niedergeprügelt. Von daher würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt als Tank bezeichnen, obwohl ich halt diese rollenspieltypischen Skills habe oder hatte. Das fand ich halt ein bisschen, ja, also bei Sam B ein bisschen halt blöd gemacht. Wahrscheinlich habe ich auch falsch geskillt, muss man sagen. Ich habe mich auch nicht konkret auf einen Skillbaum festgelegt, sondern halt in allen dreien. Ein bisschen was reingepfropft. Überleben hatte ich jetzt am Ende auch nicht komplett voll. Wahrscheinlich hat da auch ein bisschen Gesundheit gefehlt am Ende. Von daher muss ich mal schauen, dass ich das dann vielleicht in Riptide ein bisschen besser mache. Also ich würde da auch, wenn wir Riptide tatsächlich Let's Playen, würde ich vielleicht da gucken, dass ich da nochmal ein bisschen genauer auf Skillen achte. Ich weiß nicht, du warst ja mit deiner Klasse relativ zufrieden. Außer, ja, dass deine Xian Mei da ein bisschen wenig ausgehalten hat, aber ich persönlich fand, sie musste auch gar nicht viel aushalten. Ich meine, wer die Gegner one-hittet, der kann natürlich auch von den Gegnern nicht, ja, mehr getroffen werden. Ja, natürlich, da beschwere ich mich auch gar nicht drüber, dass sie so wenig ausgehalten hat. Das war ja auch teilweise meine eigene Dummheit öfters. Also, ich bin ja jetzt nicht so der Pro-Spieler und das hat da sicherlich auch noch mit zu beigetragen. Dann habe ich auch diesen Überlebensbaum, den es ja gibt. Den dritten Baum habe ich gar nicht geskillt. Also ich habe wirklich nur auf Schaden geskillt. Und das hatte sicherlich da auch Auswirkungen drauf. Da sage ich auch gar nichts für. Ja, mein Fehler war vermutlich, dass ich mich halt nicht genug auf den Überlebensbaum konzentriert habe. Halt als, in Anführungszeichen, Tank. Dass ich da halt so mehr so ein Semi-Tank war oder sowas. Off-Tank nennt man das ja. Oder würde man immer vermutlich nennen. Was ich auch ein bisschen schade fand, aber das lag jetzt nur mal an dem Together, ist, dass ich Dead Island nicht so spielen konnte, wie ich es wahrscheinlich alleine gespielt hätte, muss ich sagen. Das finde ich doch. Wie hättest du es denn alleine gespielt? Ja, ich sag mal, ich persönlich bin da ja mehr so der atmosphärische Typ. Für mich sind Zombies ja immer noch sowas wie, ja, Schreckensgespinste und so weiter. Und die hätten ja auch jetzt, also auf mich persönlich strahlen sie auch noch irgendwie sowas wie eine Gefährlichkeit aus. Und ich sag mal, jetzt mit dir zusammen, ja, war es halt am Ende...
mit Verlaub, ein Witz. Ja, du gehst halt zu zweit drauf und dann hier niedergemäht und aber ich persönlich stelle mir immer so gerne vor, so ich bin der Charakter und ich bin jetzt allein in dieser Zombie-Welt und muss mich irgendwie erwehren. Und da hätte ich gerne, ja, so ein bisschen atmosphärisch, das hätte ich ein bisschen, in Anführungszeichen, gruseliger gehabt. So ein bisschen mehr Survival-mäßig, ein bisschen mehr Endzeit-Stimmung. Aber das kriegst du halt zu zweit nicht hin und dafür sind auch unsere Spielstile vermutlich zu gegensätzlich. Ich, der mehr so abwartet und erst überlegt und guckt, wie viele Gegner habe ich da und lohnt es sich jetzt reinzuspringen und du, ach scheiß drauf, 5 Gegner, mache ich alle platt. Weiß ich auch. Ja, da kann ich dir übrigens ein Spiel empfehlen, wenn dir Zombie-Spiele so an sich liegen. Nee, eigentlich ja nicht. Ich habe ja Schiss vor solchen Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also, beziehungsweise euch, falls euch Zombie-Spiele liegen, dann schaut euch doch mal den Indie-Titel, einen Moment, mal kurz in meine ellenlangen Steam-Liste schauen. State of Decay. State of Decay könnt ihr euch mal anschauen. Ist ein richtig schönes Zombie-Spiel. Hat natürlich wie alle Zombie-Spiele auch Schwächen. Aber atmosphärisch ist das echt top. Also sehr zu empfehlen. Ist halt auch diesen Survival-Teil. Also die ganze Welt ist von Zombies infiziert. Wie überlebe ich den ganzen Mist jetzt? Hat das halt extrem drin. Genau, und diese Atmosphäre hätte ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich allein gespielt hätte, so ein bisschen eher rüberbringen können. Was jetzt nicht schlimm ist, dass ich das, was wir jetzt nicht gemacht haben, aber das wäre jetzt halt so mein Ding gewesen. Weißt du, so Zombies, so gruselig und die wollen mich auffressen und nicht hier so von wegen, aha, ich habe ein Küchenmesser, ich mache euch alle platt. Das war ein Katana. Am Anfang waren es noch Küchenmesser. Ja, und da hatte ich auch noch Angst vor den Zombies. Witz, komm raus, du bist umstellt. Boah. Ja, aber an und für sich, ja, ich hätte mich gerne ein bisschen mehr drauf eingelassen, aber gut, ist jetzt nicht so wild. War immer, ja, am Ende ein schönes Actionspiel. Horror war es jetzt ja nicht so, also hätte ich es gerne, ja, kommt drauf an, wenn man sich wirklich drauf einlässt auf das Setting, dann kann es auch richtig Horror sein, denke ich mal. Denke ich nicht. Ja, also Zombies haben für mich eigentlich so den Horrorreiz verloren, weil Zombies ist halt so der Punkt, Zombies kann man bekämpfen. Zombies sind nur dann gruselig, wenn man keine Waffen hat. Dann sind Zombies gruselig, da stimme ich dir zu, aber sobald man Waffen hat, hat sich das alles erledigt. Das ist ja auch der Reiz an diesen Spielen wie Amnesia, dass man sich halt nicht wehren kann. Und mit Zombies, das ist wirklich so, die sind nur gruselig, solange man keine Waffen hat. Naja, gut, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also für mich verbreiten sie auch so Angst, halt, obwohl ich halt eine Waffe habe. Wenn ich mich halt darauf einlasse und es halt versuche, in die Realität zu ziehen, selbst wenn ich jetzt auf der Straße stehen würde mit einem fetten Vorschlaghammer, ich hätte trotzdem Schiss, wenn da so ein Zombie auf mich zukäme. Ja gut, mit einem fetten Vorschlaghammer auf der Straße hätte ich auch Schiss. Ja, das ist auch so ein Problem bei den Zombie-Spielen. Es gibt zum Beispiel, ich beziehe mich nochmal auf State of Decay, Entschuldigung, gibt es einen Mod, der hat auch für Dead Island übrigens gemoddet, der Kerl, dass man wirklich One-Hit ist von den Zombies. Dass die wirklich Schaden machen. Und dann hätte ich auch mehr Respekt vor ihnen. Dass man halt wirklich den Charakter hat und wenn der Charakter stirbt, dann ist er tot. Tja. Das ist ja zum Beispiel bei State of Decay und hier bei Dead Island, scheiß drauf, verliere ich ein bisschen Geld, wird mir eh nachgeschmissen. Ja, aber das ist auch wieder so eine Sache. Ich nehme mein virtuelles Leben wahrscheinlich auch ein bisschen ernster als du, weil ich mir denke, okay, wieder auf die Realität bezogen, in der Realität habe ich auch nur ein Leben. Und ich versuche das halt dann immer so umzusetzen, dass ich halt mir überlege, okay, selbst das virtuelle Leben muss oder versuche ich halt so zu behandeln wie das reale. Ich habe eigentlich theoretisch nur eins. Und dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich jetzt brachial in eine Fünfer-Gegnergruppe renne oder so. Aber wie gesagt, das liegt wahrscheinlich auch an unseren Spielstilen und wie wir da so rangehen. Von daher, ja, ich gehe halt ein bisschen anders ran als du und das ist ja trotzdem, ja. Ich bin halt der Noob und er ist der Pro. Das hat ja damit nichts zu tun. Das ist halt einfach meine Spielepassion, könnte man ja so sagen. Und dass ich das halt ein bisschen ernster nehme, ja, weiß ich nicht. Was eigentlich recht witzig ist, weil bei Mass Effect spielst du den Sturmsel, was war es nochmal? Frontkämpfer.
Ja, den Frontkämpfer und ich spiele ja bei Mass Effect den Infiltrator. Ist eigentlich sehr lustig, dass sich das jetzt so unterschiedlich äußert. Ja, weiß jetzt nicht, ob ich das so sehen würde, aber ja. Ja, du willst du sagen, dass der Frontkämpfer... Ja, es ist ja jetzt in dem Fall nur eine Klasse, klar. Es hat mich auch am Anfang überrascht, dass mir der Frontkämpfer halt am besten liegt, aber... Ja, weiß ich jetzt nicht. Naja, ist ja auch egal. Wie dem auch sei, trotzdem schönes Actionspiel, also actionreich war es auf jeden Fall gut und je nachdem, wie man sich halt drauf einlässt, kann es vielleicht auch noch andere Aspekte bedienen. Als nächstes dann vielleicht Riptide, mal gucken. Ihr könnt ja gerne trotzdem in die Kommentare schreiben, ob ihr es denn gerne sehen würdet, ob ihr Lust drauf hättet, uns dabei zuzuschauen. Und ja. Ja. Noch irgendwelche letzten Worte? Abonniert mich. Halt die Fresse. Halt bloß dein gottverdammtes Maul. Ach ja, und schreibt unter dieses Video: Hey, Ferorik, ich mag deine Videos. Schau doch auch mal hier vorbei. Ja, und dann kommt Sam B. euch besuchen. Aber gut, er kann euch ja nichts tun mit seinem verdammten Vorschlaghammer. Ja, der kommt dann an und dann steht er vor eurer Tür und schaut erstmal durch alle Fenster und klopft dann erstmal, ob ihr auch da seid und geht so ganz sicher, dass ihr auch da seid. Und ihr habt genug Zeit zum Fliehen, also müsst ihr euch da überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Wo ihr euch Gedanken machen solltet, wäre, wenn Sam B. jetzt sagt, er bringt mich mit. Nein. Warum? Ich gehe direkt rein, dann können sie nicht flüchten. Sie können dich aber auch abmurksen. Ja. Und? Dann respawn ich. So lange, bis sie tot sind. Da lobe ich mir Spiele wie der EZ. Ein Leben und wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an. Bam! In eine Fresse. Ja, aber der EZ hat halt das Problem mit dem PvP. Naja. Und nee, das ist ja auch das Schöne an The Witcher, an The Witcher 2. Da gibt es ja auch den Schwierigkeitsgrad dunkel und da hast du auch nur ein Leben. Dann überlegst du dir auch zweimal, wie bereite ich mich jetzt auf was vor, wie gehe ich die Gegner an und so. Und wenn du stirbst, ja, dann bist du tot. Klar, gibt's ja sogar bei Minecraft Hardcore. Ja, bitte. Ja, und wenn man natürlich nur ein Leben hat, dann passe ich mich da auch an. Du musst nicht denken. Zum Beispiel, ich ziehe jetzt wieder State of Decay ran. Beeil dich, die Credits sind gleich durch. Ja, bei State of Decay ist es halt auch so, dass du Charaktere hast und wenn einer der Charaktere stirbt, dann ist er weg. Genau, so wie wir jetzt gleich, denn die Credits sind vorbei und wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play mit mir, dem Ferorik und dem... Tiberianus, abonniert mich. Halt die Fresse! Tschüss!